Der ICE 200 fällt aus und alternativ wurde der ICE 2902 für die Ersatzfahrt eingesetzt. Oh, es ist Schnee. Sie übernehmen den Fahrersitz bis nach Mannheim. Ja. Na gut. Geben Sie die Tür frei und lassen Sie die Fahrgäste hier in Karlsruhe Hauptbahnhof einsteigen. Okay. Machen wir. So, alles schon mal einstellen, meine Damen und Herren. Es läuft aber schon gut. Es sieht gut aus. Es läuft flüssig. Ja, aber bei Train Simulator, diese Kantenglättung jedes Mal. Eine Katastrophe vom Herren. Wir fahren an ICE 3. Ich muss jetzt mal gucken, ob alles richtig angestellt ist. Bremse. Okay. Das hier ist heute unser Arbeitsgerät. Ja, Licht einschalten. Oh, Wetter ist gar nicht so schön. Aber man hat schon am Anfang gesehen, dass es wieder ein paar Ruckler gab. Ach. Ist das, ich glaube einfach, das Problem beim Train Simulator ist einfach, dass es sehr, sehr schlecht programmiert ist und man einfach Jahr für Jahr das gleiche Spiel rausbringt und da versucht, so viel Geld rauszuziehen in Form von DLCs. Keine Ahnung. Also wenn ich das hier mit dem Train Sim World vergleiche, ja, was wir gespielt haben, das sind massive Welten, bin ich ganz ehrlich. Ah, Türen werden geschlossen. Können wir eigentlich, ja... Hier können wir auch drin sitzen. Ich glaube, wir können auch durch den Zug gehen, sozusagen. Also praktisch die Kamera ändern. Ja, dann fahren wir mal los, ne? Bremse wird gelöst. Dann macht sich der ICE 3 Richtung Karlsruhe auf den Weg. Da sind wir in Karlsruhe. Ich finde, man sollte einfach mal komplett einen neuen Teil machen mit einer besseren Optik und so weiter. Aber die sind nicht dumm. Die sind nicht dumm, die Entwickler. Warum machen die das nicht? Weil die nämlich sagen, wenn wir das machen würden, dann würden alle DLCs nicht mehr funktionieren. Und dann würde man seinen Hauptmarkt verlieren. Weil wenn man alle Download-Inhalte von Train Simulator mal zusammennimmt, das ist heftig, was man da bezahlen muss. Ja. Machen wir uns mal auf den Weg, Leute. Ganz gediegen. Verlassen wir jetzt hier den Bahnhof. 60 sind erlaubt. Hier in Karlsruhe. Ah, ich habe gesagt, der ICE nach Karlsruhe, ne? Wir verlassen Karlsruhe. Entschuldigung. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Das war eine Fehlinformation. So, und heute gab es im Internet die Meldung, dass ein ICE zwischen Siegburg und Montabaur ausgebrannt ist aufgrund eines technischen Defekts. Ziemlich krass. Also die Bilder, Gott sei Dank wurden alle 500 Passagiere gerettet. Es gibt keine Verletzten oder Tote. Aber dass sowas passieren kann, ist eigentlich schon heftig. Aber man muss sagen, das Management, das Krisenmanagement der Deutschen Bahn hat da gut funktioniert. Sonst würde das natürlich ganz anders aussehen. Mit den ganzen Verletzten. Also müsst ihr euch ein bisschen reinlesen. Ja. Mal ein bisschen die Beschleunigung. Früher weiß ich noch, wo ich klein war, habe ich die Grafik von Train Simulator so gefeiert. Ne? Aber jetzt... Ich kenne das ja auch anders und ich möchte mich nicht nur auf die Grafik beziehen, aber ich finde, die Grafik und der Sound ist ja einer der wichtigsten Aspekte, um einen realistischen Zug- oder Flugsimulator zu haben. Und deswegen gibt es ja auch so viele Grafikmods und so weiter. Und ich finde, wenn du dann Train Sim World dir anguckst, wo du auch durch den Zug durchlaufen kannst und so weiter, ist es für mich so, da verbringe ich auch gerne mal mehr Zeit drin. Ja, weil hier bist du ja in diesem Zug gefangen, ne? Aber wer weiß, was die Zukunft von Train Sim World bringt, aber wie viele Züge die noch da bringen und so weiter, was da für Strecken kommt. Vielleicht kommt da auch mal ein ICE, wo man durchlaufen kann. Es gibt ja schon eine amerikanische Strecke, die mit einem Schnellzug ist. Also von daher. Wir haben nicht das schönste Wetter hier. Eieiei. So. Okay. 140 sind erlaubt, da hauen wir mal rein. Aber man merkt schon ein bisschen die 64-Bit, finde ich. Diese Nachlader sind nicht mehr so heftig wie früher. Da bist du einen Teil der Strecke gefahren und auf einmal so, als ob er kurz einmal Schluck auf hat und dann hat es wieder funktioniert. Ich finde, man sitzt viel zu nah. Kann man hier irgendwas bedienen? So. Winter und ICE, alles klar. Ah, doch, die Nachlader sind immer noch da. Ich habe doch die 64-Bit-Version gestartet. Ich hoffe auf jeden Fall.
Ja, fahren wir mal die ICE hier ein bisschen, ne? Oh, gleich dürfen wir 200 fahren, Leute. Ich finde, das sieht voll langsam aus, oder? Das kann wahrscheinlich am Regen liegen. Ich glaube, es liegt am Regen. Aber, ich finde, das ist so beeindruckend, was die, was deutsche Ingenieure und so weiter inzwischen hinkriegen. Auch Autos und so weiter, wie viel PS da inzwischen drin ist und Zügen und so Flugzeuge. Also es ist, also auch generell Ingenieure der, weltweit. Und es ist beeindruckend, sich mit so einer Technik auseinanderzusetzen. Und ich finde immer so Leute, die sagen, ey, du spielst Zugsimulator und so. Klar, kann man sich angucken, aber es geht ja auch viel mehr um, dahin, was dahinter steht. Ja, die Technik und so weiter. Und es ist auch cool, dass man die Möglichkeit hat, das hier in einem Videospiel irgendwie selber mal sich so mit auseinandersetzen zu können. Ja, hier, die Nachlader sind wieder da. Schade. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, also es läuft flüssig, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich sagen würde, wow, da hätte es einen neuen Teil hinzu gebraucht. Weil das ist ja Train Simulator 2019. Und dann guckt euch mal die Gameplay-Videos von 2000. Wir müssen eigentlich mal die Frankfurter U-Bahn spielen. Nochmal, weil die ist sehr performance-lastig, um zu gucken. Ob es einen Unterschied zwischen dem letzten Teil gibt und diesem Teil. Was auch noch wichtig ist, für alle Leute, die gerade das Video gucken, wir haben 2080 Ti's hier im PC, ein i7-Prozessor, also, ne, hier ist schon ordentlich geballte Power drin in der Mühle. Deswegen, an dem PC kann es definitiv nicht liegen. Aber es ist interessant, einfach mal zu gucken, ob sich so ein Train Simulator 2019 denn lohnt und was da jetzt anders ist, außer in die Strecken. Ich würde mir einfach mal komplettes neues Train Simulator wünschen. Ne? Bin da ein bisschen so kritisch. Ich weiß nicht, wie ihr dazu seht. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, was ich auch bei Train Simulator geil finde, ist, du kannst hier so mit deinem ICE durchfahren. Ne? Ein bisschen chillen einfach. Boah, Alter, der Sturm. Warte mal, wir können doch, wie geht das denn? Hier, wir können auch... Ach, lol, man kann gar nicht in den Ding sitzen, im Fahrgastraum. Außer hier. Das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Schade. Hätte ich schön gefunden. Es regnet und regnet. Aber wenn ich da schon wieder dran denke, Leute, ne? An Winter. Wir werden alle so frieren und alle so... Oh, wir werden alle wieder sagen, wann kommt der Sommer? Und im Sommer sagen wir alle wieder, wann kommt wieder der Winter? Das ist immer so interessant. Können wir mal kurz gucken, wie das aussieht, wenn einer euch vorbeiziehen würde. Sieht gar nicht so schnell aus, oder? Für 200 km/h. Interessant. Ich finde, es sieht nicht so schnell aus. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil immer wenn ein Bahnhof kommt, lädt der so komisch nach. Boah, Stefan, du stehst jetzt an der Bahnstrecke, da ist es am Regnen, am Schnee liegt, es ist arschkalt und dann kommt so 200 km/h an dir vorbeigebraust. Richtig angenehm. Richtig, richtig angenehm. Hammer. Wir haben auch grüne Signale, wir können einfach durchziehen. Aber relativ wenig KI-Züge hier unterwegs. Schade, ich wollte da nicht was erleben. Ich wollte da nicht ganz viel erleben hier auf meiner Fahrt heute, Leute. Hier. Hupe. Signal heißt. Signalhorn, Signalhorn, ne? Timo Horn freut das auch. Gut, eins muss man fairerweise sagen. Das Update hier auf Train Simulator 2019, also von Train Simulator 2018 auf 2019, ist kostenlos. Ihr müsst euch das also nicht nochmal kaufen. Das finde ich auch fair. Das wäre eine Frechheit. Das würde ich echt frechen. Und du kriegst ja auch neue Strecken, zum Beispiel, oder neuen Zug, ne? Also, das kann man vielleicht zugute halten. Aber wenn man sich so die Steam-Kritiken anguckt, da muss man vielleicht sagen, man muss Dovotel Games ein bisschen noch nachbuttern. Ja, dass die Leute da ein bisschen entspannter sind. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie sich die Kritik gar nicht annehmen.
Oder? 199 sind wir jetzt. Schade, dass wir keine 300 fahren können. Zwischen Frankfurt und Köln geht das, ne? Da fährt der 320, der ICE. Ich glaube auch, dass die neue, der ICE 4 ist das, glaube ich, ne? Der ist auch schon für Train Simulator in Arbeit. Ah, da wird fleißig gewerkelt. Oh, haben wir ein gelbes Signal? Ne, das ist Nachbargleis. Wir dürfen weiterfahren. Ah, alles gut. Scheint aber was Größeres zu sein hier. Was ist denn für ein Bahnhof? Das ist wahrscheinlich gewesen. Komm, ich stell dir durch. Pass auf jetzt. Kommt immer. Warte, das kommt immer so. Meine Damen und Herren. Ne, wie sagt die das immer, die Frau? Vorsicht, vor durchfahrenden Zug. Ach, ich weiß nicht, wie die Ansage geht. Ja. So, warte mal eben. Sehr geehrter Falk, hier spricht hier Eritreer Lokführer. Wir befinden uns auf dem Weg in Mannheim. Ganz gut. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme Fahrt. Danke. Die reden immer. Machen die doch immer so. Ja. Da fahren wir hier durch die Pampa, ne? Ich weiß ja nicht mal, wo wir gerade sind. Ey! Was geht? So also, schnell kann man gar nicht winken. Es gab da auch mal, wenn man. Ich glaube, wenn man sich. Wie war das? Wenn man das Licht an- und ausmacht, wenn ein Zug entgegenkommt, das darf man, glaube ich, gar nicht, weil das könnte als Warnung gelten. War das nicht eben so? Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich würde echt mal gerne bei einem ICE vorne im Cockpit mitfahren. Das wäre bestimmt cool, Mann. Haben wir Cockpit? Ja, ne? Bei einem ICE? Bei einem Zug? Wiesental sind wir. Nach Hockenheim. Oh! Hockenheimring. Jetzt 280 dürfen wir gleich fahren, Leute. Jetzt gehen wir da mal richtig Zunder hier mit dem Zug. Richtig Zunder! Schauen wir schon im Tunnel an. Boah, jetzt können wir nochmal hier richtig weiter leben. Habe ich den Konflikt an hier aus? Ja. Okay. So, wir dürfen gleich beschleunigen. Ein Highlight erwartet uns. Was denn da? Achso, so ein Funkmast. Ah, noch nicht. Jetzt gib ihn. 280 holen wir jetzt raus, Leute. Komm. Oh, der hat aber oben rum. Der Zug hat ja massive Probleme, da ein bisschen zu beschleunigen. Es regnet ja hier rein, ey. Was ist das denn? Na komm. Komm, mein Freund. 280. Zieh hoch den Lachs. Boah, wie schnell sieht das aus? Das ist ja gleich schon. Geht das nicht schneller? Das ist aber eine kurze Hochgeschwindigkeitsstrecke. Komm, das geht auch schnell. Alter, der braucht aber lange, bis er auf die 280 kommt, ne? Wo sind wir denn gerade? Da fahren wir. Aber ist gar nicht mehr so weit. Guck mal. Ja, dann machen wir das. Dann ziehen wir durch hier. Wie schnell wir sind, ey. Komm, dann fahren wir in diesem Video fahren wir die Strecke Ende. Nach Mannheim Hauptbahnhof fahren wir nur rein. Mal gucken, wie die Performance da ist. Ich glaube, dieses Video ist ganz gut für Leute, die sich die Frage stellen, was der Unterschied zwischen Train Simulator 2018 und 2019 ist. Ich glaube, das ist anhand der Performance kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Boah, das ist schon schnell. Das ist schon hart schnell hier. Müssen aber gleich wahrscheinlich 100% von der Geschwindigkeit runtergehen, weil wir viel zu schnell sind. Weil es gleich kommt, wenn wir mal gucken.
Wir fahren ja noch ein bisschen. Und dann kommt aber gleich das hier. Ich glaube nicht, dass wir damit 200 durchfahren. Weißt du? Ah, das dauert noch ein Stück. Aber wir sind auf dem Weg. Ja. Lärmschutzwände, geil. Okay, wir nähern uns jetzt der Höchstgeschwindigkeit, die wir hier erreichen dürfen. Müssen wir gleich mal ein bisschen den Antrieb reduzieren in unserem ICE 3. Hockenheim Nord. Ja, ey, hier fahre ich mal vorbei, wenn ich... was ist denn das für eine Anzeige? Bin ich schon öfter vorbeigefahren. Okay, jetzt muss ich ein bisschen runtergehen, jetzt bin ich zu schnell. Jetzt muss man abpassen, was die richtige Regulierung ist, damit wir die Geschwindigkeit halten. Weiß ich nämlich zum Beispiel gar nicht. Weil ihr seht, wir werden langsamer. Immer noch ein bisschen? Ich glaube, wir haben es gleich. Boah, auf wie hoch muss ich den Regler denn stellen, damit er die Geschwindigkeit hält? 57% haben wir schon. 64. Ja, jetzt sind wir so da. Jetzt arbeitet er. Er arbeitet jetzt. Okay. Wie schnell wir sind, ne? Guck mal, was wir hier aufholen an. In kurzer Zeit, wie viel Dings wir hier aufholen. Einbauen. Guck mal, ob der so schneller wird, ja. Aber auch ganz mäßig, ne? Ich glaube, der ICE 3 schafft aber auch 300. Oh, jetzt müssen wir langsamer werden. Okay, können wir schon mal ausholen lassen. 250, das heißt, wir nähern uns Mannheim Hauptbahnhof auf Gleis 3. Aber ganz kurz durch Deutschland geflitzt hier in dem Video. Ein bisschen bremsen. Wie es ab und zu hier reinregnet, ne? Ja. Können wir langsamer werden, langsamer werden. Wobei 190 km/h ist immer noch schnell. Ihr müsst euch einfach mal hier auf dem Kanal umgucken. Hier gibt es auch ganz viele andere Simulationen, ne? Also, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, jetzt können wir ein bisschen Schub wieder dazugeben, damit wir nämlich schön die Geschwindigkeit halten. 11.21 Uhr halten wir jetzt in Mannheim. Sind noch 6,4 Kilometer vom Bahnhof entfernt. Und dann haben wir unseren ICE3 sicher ohne Problematiken, ohne, glaube ich, die Geschwindigkeit zu betreten, ans Ziel gebracht. Und der Regen ist wieder da. Okay, wir sollten uns langsam auf die Ankunft vorbereiten. 4,7 Kilometer. Performance-Probleme. Okay, 100. Ja, jetzt haben wir es gleich. Ja.
Ruhig. Ich habe das doch schon verstanden. Macht ja einen Lärm, die Mühle. Ja, in 20 Minuten. Das ging schnell. Oh, ich hatte Radschlupf. Ups. Rollen wir eben auf die 60 zu. So wie auch im wahren Leben. Ich rolle richtig auf die 60 zu, so viel wie ich esse. Warum nur 50? Das steht. Mannheimer Bahnhof. Diese komische Anzeige da hinten weg. Ah. Oh. Das schreit nach Feierabend, Leute. Langsamer werden. Jetzt roll ich leider über das rote Signal. Drin. Ja. Guck mal, Leute, ich zeige euch was. Was ist das hier, Alter? Das Signal hängt halt. Hängt halt im Bahnsteig drin. Aha. Ja, aber Aufgabe erledigt, würde ich sagen, Leute. Ja, wir haben unsere Fahrgäste pünktlich um 11.22 Uhr nach Mannheim von. Karlsruhe gebracht. Ich hoffe, gut gemacht, Szenario abgeschlossen. So, jetzt gucken wir mal, welche Fehler wir hatten. Sie haben. Oh, wir haben Gold. Guck mal. Entsperrt. Mannheim Teil 1. Okay, Erfolge. Ah, okay, das haben wir ein bisschen vermasselt. Aber wir haben es geschafft. Schreibt eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Train Simulator 2019. Checkt die Playlist ab. Vielleicht ist die Folge ja schon da.